Hallo, herzlich willkommen. Wir sind auf unserer Tour zum Thema selbstbestimmtes Leben jetzt beim Türkischen Frauenverein hier in Berlin-Kreuzberg. Frau Bilgi ist an meiner Seite und Frau Kaya ist an meiner Seite. Was ist der Türkische Frauenverein? Seit wann gibt es euch? Wie ist eure Geschichte so ein bisschen? Türkische Frauenverein wurde 1975, 8. März, von türkischen Frauen aus der Türkei damals gegründet, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die damals zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, hatten viele Probleme, die sie hier zu bewältigen hatten. Wohnungssuche, Arbeitssuche in der Schule, Kitas, Plätze zu finden und auch durch die Sprachkenntnisse, die sie damals nicht hatten, in Behörden ihre Probleme zu lösen. Damals haben die fortschrittlichen Frauen sich zusammen gefunden und den Verein dann gegründet und erst in 4 Jahren als mit ihrem eigenen Mitgliederbeiträgen dann finanziert, die Frauen gegenseitig unter Beratung gemacht, unterstützt und auch dann in den Vereinräumen dann Kurse angeboten, Alphabetisierungskurs, Deutschkurs und damals auch dann in Nähen- und Schneidenkurs, Schreibmaschinenkurs, um die Frauen zu weiterbilden. Und die Probleme hier zu lösen. Sehr gut. Was sind so, wir machen ja gerade die Tour zum Thema selbstbestimmtes Leben. Was sind so konkrete Forderungen oder was ist so eine Vorstellung von selbstbestimmtem Leben, die Sie so haben? Die Vorstellung vom selbstbestimmten Leben, dafür ist natürlich in erster Linie wichtig Bildung der Frauen und Mädchen auf jeden Fall. So, dass sie einen Beruf erlernen und dementsprechend sich bewerben können, ob nun von Familie vorhanden oder nicht, sich die Aufgaben mit dem Partner zu teilen und eben ökonomisch vom Partner nicht abhängig zu sein, sein eigenes Geld zu verdienen und dementsprechend entscheiden zu können. Was sind da so die konkreten Forderungen? Haben Sie da welche an die Politik. Politik? Ja. Jetzt für uns natürlich insbesondere als türkischer Frauenverein, wir sind ja dafür da, wie meine Kollegin schon erwähnt hat, Hilfe zur Selbsthilfe auf jeden Fall. Wir fordern natürlich, dass in den Schulen die Erziehung fängt ja ziemlich früh an, selbstverständlich, ob im Kindergarten oder in den Schulen, dass die Kinder aus den Migrantenfamilien nicht isoliert werden, sondern auch nicht als Sonderlinge anzusehen, sondern als Kinder Berliner Familien anzusehen, dementsprechend gleich zu behandeln, gleiche Chancen zu bieten. Herzlichen Dank. Wollen Sie was? Dass wir auch dann eigentlich dann mehr finanzielle Unterstützung brauchten, um unsere nicht nur Probleme, sondern die Frauenintegration hier besser zu fördern. Das ist wichtig. Viel Geld für solche guten Institutionen ist immer sehr gut. Dann herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Viel Kraft noch im weiteren Kampf und ich hoffe, wir laufen uns auf neuem Weg.